Läuft die noch? Die läuft. Okay, super. Ja, ich musste jetzt leider mit Taxi fahren. Ich habe die BVG-App nicht gefunden. Heute zeige ich euch mal, wie so ein Tagesablauf bei mir funktioniert. Ich bin jetzt hier beim ersten Termin und ich nehme euch einfach mal mit. Folgt mir einfach. Alles gut, Ronny? Ja, und bei dir? Ja, top, top. Okay, cool. Bist du bereit? Ja, Mann, ich freue mich voll. Ich hoffe, du hast alles vorbereitet so. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Okay. Ich hoffe mal, du hast ein bisschen trainiert. Ich habe die Niederlage nicht vergessen. Das ist die Wunsch. Mensch. Was ist denn hier heute los? Ja. Wieder gewonnen. Ja. 7-0. Kannst du jetzt auch wohl herzens nach Hause gehen, ne? Ja. So produktiv war es jetzt nicht, aber was soll man machen, ne? Nächstes Mal. Nächstes Mal. Zum nächsten Mal können wir auch mal spielen. Ja, Leute, ihr seht, ich nehme meine Termine sehr ernst. Aufgrund meiner Diät ist alles natürlich ein bisschen anstrengender. Ihr habt gesehen, auch meine Performance leidet drunter. Heute habe ich leider verloren. Beim nächsten Termin hoffe ich, es wird wieder ein bisschen besser. Ja, Leute, so ist es halt. Wir schauen einfach weiter. So, Leute, jetzt geht's weiter. Ich achte ja jetzt auch sehr auf meine Ernährung, wisst ihr ja. Deswegen geht's jetzt zur nächsten Location. Und dann schaue ich mal, was ich mir Schönes zu essen bestelle. So, wir sind jetzt bei der Location angekommen. Ich mache natürlich jetzt Diät. Ich bin jetzt hier bei meinem Lieblingsburgerladen. Aber ich darf natürlich keinen Burger essen. Aber ich werde mir was einfallen lassen. Kommt einfach mal mit. Hallo. Folgendes, ich habe ein kleines Problem. Ich bin gerade auf Diät. Ich liebe ja eure Burger. Da könntet ihr hinbekommen, dass ich ein Gericht bekomme, so einen Burger ohne Fett, ohne Kohlenhydrate, so ohne Brot. Mhm. Dazu nehme ich irgendein Zero-Getränk. Ist das möglich? Ja, gut, können wir machen. Okay, super, danke schön. Ah, schon fertig. Ey, sieht richtig gut aus. Kann ich nochmal Besteck dazu haben? Ja, natürlich. Das haben wir hier. Ah, super geil. Das ist schmeckig. Danke. Schmeckt extrem lecker. So kann man die Diät auch durchhalten. Jetzt bin ich fürs Erste erstmal wieder gestärkt. Jetzt geht's weiter in eine Shisha-Bar. Ich vertreibe mir ein bisschen die Langeweile, weil es war jetzt auch mit den ganzen Business-Terminen auch wirklich anstrengend. Und ich nehme euch einfach mal mit und let's go. Zum Glück ist die Shisha-Bar nicht so weit weg. Bei dem schönen Wetter sind wir kurz spazieren gewesen. Jetzt gönne ich mir was Kaltes zu trinken und nach dem schönen Essen eine schöne Pfeife. So, wir sind auch schon da. Gut ist es. Ja, und du auch, danke. Ja. Was hast du noch? Ich war gerade schön essen, jetzt wollte ich mir eine Pfeife gönnen. Weißt du, was Kaltes trinken? Ich setze mich hier hin, ja? Jetzt spürt. Machst du mir einen eiskalten Rocka Energy, bitte? Ja. Bruder, du hast eine Serette, du Idiot. Mann, Dicker, ein Rocka Energy ist doch nicht so schlimm, oder? Bruder, ich hab keine Folge für Zero hier. Ach so. Bruder, zieh das durch, Mann. Du weißt, Julia meinte, du sollst das durchziehen. Du kannst uns nicht deinen Urlaub aufs Spiel setzen. Ja, okay, dann rauche ich eine Pfeife, trinke ein Wasser. Aber was soll ich rauchen dann? Ich habe sogar eine Idee. Denkst du an das, was ich denke? Woran du denkst. Ja? Ich weiß ganz genau, woran du denkst. Okay, komm, Mann, komm.
Lass mich das mal machen, Alter. Du hast so eine Klatsche. So. Love it. Sieht doch super aus, Alter. Alter, die Flasche ist fast leer. Es geht ja fast so schnell wie bei mir im Pferd. Wir sind ja nicht so sparsam, ne? Red Bull, nicht Red Bull Zero. Ruhig dich. Okay. Komm, ich bring sie dir gleich vor. Okay, geil. Dann haben wir alles, wa? Also, ihr habt meine Freude erkannt. Das ist jetzt auf jeden Fall eine Special Shisha. Wir haben die beide schon mal zusammen ausprobiert. Deswegen freue ich mich gerade so krass, weil ey, die Shisha ist mit Alkohol und mit Energy. Genau das, was ich liebe. Aber man wird halt nicht betrunken davon und es schadet dem Körper nicht und auch nicht meiner Diät. Deswegen, ey, ich bin jetzt seit bald knapp 2 Wochen auf Entzug, also auf Alkoholentzug. Sozusagen bin ich jetzt fast 2 Wochen trocken. Und deswegen freue ich mich gerade umso mehr, endlich mal wieder eine Vodka Energy Pfeife zu rauchen. Ja, Mann, da kommt das gute Ding. Opa. Ich rauch selber an, Alter, das lasse ich mir doch nicht mehr. Oh! Ja, da bist du nicht so geübt wie ich. Hast du den gesehen? Soll ich nochmal machen? Ah, ich hoffe, dein Ohr ist breit. Hast du wieder Honig in deine Haare gemacht? Ja. Komm, Revanche, ja? Ja? Ja, aber dann um was anderes. Komm. Ja? Um was willst du trinken? Weißt du noch damals, als wir Dings. Was haben wir da nochmal gemacht? Wir haben um irgendwas gewettet, ich glaube bei Fußball oder so, dann musste doch Dings Victor einmal über die Straße räumen. Okay, ich habe eine Idee, ja? Ja. Wir spielen jetzt darum, Verlierer, muss ich einmal auf der Straße vom Anfang des Bürgersteigs bis auf die andere Straßenseite räumen, okay? Ja. Bist du bereit? Ja. Sicher? Ja. Dicker, aber nicht nur räumen. Okay, was noch? Eine Unterhose rüber räumen, Dicker. Ja, da guckst du, wa? Das doch nicht, Alter. Sicher, dass du Regeln verstanden hast? Wenn alles scheiße läuft, probiere ich immer noch so die Kirsche in der Scheiße zu finden, Dicker. Ich hoffe, auf der Straße rutscht dir keine Kirsche sonst von rein. Ja, okay, hast du jetzt gewonnen? Ich hab gewonnen, mein Freund. Bist du bereit? Ja, komm. Ich werde vielleicht die Schuhe vorher aufziehen, bald. Nur ein Auto kommt. Falsch, weil da kommen Autos. Hätte verloren. Ja, leider. Ja, was soll ich noch sagen? Ich hab's durchgezogen, wie ich sonst auch immer alles durchziehe. Bist du glücklich? Ha! Geht immer noch eine Rechnung auf deinen Nacken? Ich bin voll soweit. Ich hoffe, wir uns gut erholen. Danke für die wundervolle Pfeife, Dicker. Die hat mir sehr gemundet. Wir sehen uns wieder, ja? Nein, hey, Bruder. Wir sehen uns. So, wir sind jetzt am Kurfürstendamm, Damm, hier beim Zara. Ich hole mir jetzt ein paar Anziehsachen. Ich habe das Problem, dass ich alle 2 bis 3 Tage Anziehsachen kaufen muss, weil wenn ich einmal Sachen getragen habe, dann gehe ich sie natürlich immer spenden und deswegen gehen wir jetzt einfach mal rein. So, ich habe mir jetzt ein paar schöne Sachen geholt.
für ein Shooting gleich nachher. Und wir müssen jetzt auch schon los. Ich darf nicht zu spät kommen. Ach so, nee, U-Bahn fahren war so teuer, ne? Das war's mit dem heutigen Vlog. Ja, das war mein harter Tag. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie es ist, wenn man halt wirklich arbeiten muss. Es war wirklich nicht einfach durchzustehen, aber ich krieg's hin. Ich meine, das Rauchen hilft mir, die Diät halt durchzustehen. Und ja, was soll ich noch großartig sagen? Moment, ich muss einmal furzen. Oh, ich hoffe, da ist keine Kacke mit rausgekommen. Ich werde auf jeden Fall gleich noch ein paar Bilder shooten, deswegen habe ich ja hier gerade die Sachen geholt. Und heute Abend werde ich noch irgendein Girl vernaschen. Und ja, das war mein Tag. Ich hoffe, ihr habt auch noch einen schönen Tag.